Salut, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Nerlo Shorts. Ah, diese Reihe möchte gar nicht aufhören. Maus aus dem Bild nehmen. Ich bin ehrlich zu euch, Leute, mir gehen langsam die Spiele aus. Ich kann mich noch auf ein paar Flash-Games stürzen, aber wenn die nächsten Tage mal kein Video kommt, dann wird das daran liegen, dass ich nichts gefunden habe. Hab ich schon den Namen des Spiels gesagt? Es steht mitten vor euch. Super Hexagon. Es ist, Fun Fact, es ist das erste Spiel, was ich jemals aufgenommen habe. Nur um zu testen, wie ein Aufnahmeprogramm funktioniert. Und danach habe ich es geschlossen. Ja. Was ist Super Hexagon? Super Hexagon ist, ja, was ist Super Hexagon? Super Hexagon ist ein kleines Geschicklichkeitsspiel, in dem es darum geht, so ein kleines Schiffchen zu lenken und damit nirgendwo gegenzufahren. Und ich hab überhaupt nicht mehr die Steuerung bekommen. Oh mein Gott, das wird schlimm. Ah ja, genau, da war was. Ach du Scheiße! Ja? Ich will hier mal ein paar Rekorde aufstellen heute. Oh mein Gott! Das wechselt die Richtung und blinkt und dreht sich. Das ist wirklich krass, das Spiel. Ich bin eigentlich ein Fan von solchen Geschicklichkeitsspielen, aber die machen mich kaputt, ne? Ja. Ja. Oh mein Gott! What the fuck? What the fuck? Komm schon. Und, ja. Was soll man hierzu sagen? Das ist nicht leicht. Was? 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 What is happening right now? Nein! Ich konnte mich nicht entscheiden, was in der Richtung... Oh mein Gott, bin ich blöd. Oben links sieht man übrigens eine kleine Anzeige. Da steht jetzt gerade Point und da ist so ein Balken, der immer voller wird. Und je weiter man kommt, desto mehr Ecken bekommt das Ganze. Und wir starten gerade bei einem Punkt, danach kommt die Linie, wie man gesehen hat. Und mein Rekord liegt momentan beim Dreieck. Game over. Yeah. Ach du Scheiße! Game over. Ich war fast fertig mit der Linie. Das ist auch wieder so ein Spiel, müsste ich eigentlich in so einen richtigen Hirnlos-Modus verfallen. Aber ich habe noch nie versucht, diesen Hirnlos-Modus sprachlich zu begleiten. Also währenddessen zu reden. So Spiele wie Audiosurfer oder sowas kann ich bedeutend besser spielen, wenn ich mich nicht auf das Spiel konzentriere. Mal sehen, ob das hier auch möglich ist. Dafür muss ich nur über andere Sachen nachdenken, wie über Gott und die Welt. Aber ich möchte solche Themen nicht an... What the fuck? Okay. Was soll ich erzählen? Mich freut übrigens, wie sehr Nerlo Shorts bei euch ankommt. Also wie gut das bei euch ankommt. Ich verstehe den Reiz dahinter, es ist halt was knackig, kurz, das kann man sich mal kurz reinziehen, man hat keine Handlungsspanne, der man gezwungen ist zu folgen. Man kann sich das Video ansehen, man kann es auch sein lassen, aber man hat, braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Game over. Seht ihr, ich bin schon viel weiter gekommen, viel weiter. Habe ich einen Rekord? New Record! Woo! Richtig am Ausrasten hier. Seht ihr, ich muss einfach nur währenddessen reden, dann läuft das. Dann spielt das nämlich das Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein ist so ein kleiner Asiate. Wenn ihr ein paar Ideen für Nerlo Shorts habt, ne, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendein bestimmtes Flash-Game habt, was ich mal ausprobieren soll, dann sagt mir das. Ich muss nämlich ehrlich sagen, das gestern hat mir mitunter einfach richtig gut gefallen, weil, das, ich meine, das war kein Flash-Game, aber so Spiele, die ich noch nie zuvor gespielt habe, so die Ersteindrücke auf mich wirken zu lassen, das war geil. Also wenn ihr irgendwie irgendwas habt, von dem ihr denkt, oh mein Gott, das ist gratis und das muss der Junge mal ausprobiert haben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und je mehr ich habe, desto mehr habe ich. Ob man es glaubt oder... What the fuck? Ich war gerade beim Square. Aber schon wieder New Record! Oh, Junge. Jetzt probieren wir mal ein anderes Level. Wir wechseln vom Schwierigkeitsgrad Hard auf Harder. Harder, Tiffany. Ach du Scheiße.
Ich bin übrigens für alle Genres offen, ne? Horror, wisst ihr, bin ich zwar nicht so der thematische Typ für, aber halte ich durchaus aus. Jump-Runs mag ich, darf auch was knackiger sein. Strategiespiele. Ich kann mich mit allem anfreunden eigentlich. Gibt es ein Genre, was ich nicht mag? Ich weiß es nicht. Ein richtiges Smalltalk-Spiel hier. New Record! Ich muss echt währenddessen aufnehmen. Das ist ja richtig krass. Das habe ich noch nie... Also, man hört doch immer so oft bei Let's Playern oder sowas. Nee, während der Aufnahme bin ich voll schlecht oder so. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich an dem Spiel nie schwer lange dran gesetzt, weil ich immer schnell gefrustet war. Aber währenddessen zu kommentieren, macht das Ganze schon irgendwie leichter. Ja. Oh, ich habe eine Line gezogen, so. Ach, fuck. Ich habe übrigens noch einen Nerolo-Shorts gar nicht veröffentlicht, aber ich glaube, das werde ich auch nicht, weil das nicht Short ist. Das geht irgendwie knapp mindestens 20 Minuten. Und da habe ich schon alles rausgeschnitten, was irgendwie... Na, nee. Hat mir auch nicht gefallen. Und man möchte natürlich zufrieden sein mit dem, was man so im Internet veröffentlicht. Denn sonst ist man unzufrieden mit dem, was man im Internet veröffentlicht. Wer hätte damit rechnen können? Oh, Leute, was ist da los? New Record! Ich kann es nicht oft genug betonen. Gut, dann schauen wir uns noch kurz das letzte Level an, dann soll es auch schon wieder gewesen sein. Hardest. Wow, Junge. Wo liegt eigentlich der Rekord? Oh, ich hab jetzt schon einen Rekord. Nice. New Record. Dabei ist das gar nicht so schlimm eigentlich. Also es kommt mir leichter vor als das andere gerade. Es ist schneller, aber die Strukturen sind chilliger. New Record. Und die Musik ist schön. Ich mag solche Musik. Aber das sollte man spätestens nach meinem... Electronic Super Joy und meinem VVVVVVV Let's Play gesehen haben. Indem ich übrigens, für alle, die es noch nicht gesehen haben, jedes Mal das Lied eingeblendet habe, wenn es gewechselt hat, weil ich den Menschen dieses Lied auch näher bringen möchte. Oh mein Gott, ich möchte jetzt noch einmal einen schönen Rekord aufstellen und dann war's das. Ich würde sagen, ich moderiere schon mal ab. Ich hoffe, ich habe euch soweit unterhalten. Es ist ein süßes kleines Spiel, aber viel kann man dazu nicht sagen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt dem Ganzen eine positive Bewertung. Wenn er euch nicht gefallen hat, dann gebt ihm eine negative Bewertung. Ich bin für alles offen, vor allem für Kritik. Haut mir um die Backen, links, rechts, von oben nach unten. Jedenfalls, ich hoffe, ich habe euch soweit unterhalten. Wir hören uns. Wir hören uns. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Ciao. Was war ein New Record? Ja. Yeah.